Atlantis, Teil 1 von 3. Atlantis, Teil 1 von 3. Björn wacht auf und erinnert sich an den Sturm. Er war auf seinem Fischerboot in der Mitte des Ozeans. Sein Boot wurde von großen Wellen gestoßen und er hatte keine Kontrolle. Er wurde über das Deck geworfen. Er hat versucht, sich am Boot festzuhalten, aber er ist in den Ozean gefallen. Das ist alles, an das sich Björn erinnern kann. Er bemerkt nun, dass er unter dem Wasser ist. Er kann jedoch immer noch atmen. An seiner Nase und seinem Mund ist eine Muschel befestigt, die ihm irgendwie hilft zu atmen. Willkommen in Atlantis. Ich bin Fomlan. Folge mir.
Er dreht sich um und sieht einen Mann mit einem kräftig aussehenden Oberkörper. Der Unterkörper des Mannes ist jedoch der eines Delfins. Björn, immer noch verwirrt, folgt vom Lern. Sie schwimmen durch eine riesengroße Unterwasserstadt. Dort schwimmen viele Leute, die wie vom Lern aussehen. Sie haben jedoch ihre Köpfe gesenkt und sehen deprimiert aus. Björn und vom Lahn schwimmen durch die dunkle Stadt zu einem großen und wichtig aussehenden Gebäude. Vom Lahn bringt Björn in das Büro ihrer Anführerin, Marlan, eine Frau mit weisen Augen. Marlan begrüßt Björn mit einer leichten Verbeugung. Wir finden manchmal Luftatmer wie dich, die von oben herunterfallen.
Wir tun unser Bestes, um sie zu retten. Ich bin dankbar. Nun gut, wir brauchen auch deine Hilfe. Weißt du, wir brauchen unbedingt einen Luftatmer für einen Auftrag. Über Atlantis ist eine Insel, die von einem Luftatmer namens Rex Lund beherrscht wird. Er hat unseren Sternkristall gestohlen. Sternkristall? Er gibt uns Licht und Kraft und hält uns am Leben. Rex Lund hat ihn gestohlen, weil er glaubt, dass er ihm ewiges Leben schenkt. Und ihr braucht einen Luftatmer, um ihn zu holen? Sie nickt mit ihrem Kopf. Ja, da wir selbst nicht gehen können. Wir wären nicht... in der Lage zu atmen. Es wird schwierig, denn Rex Lund ist sehr grausam. Wir haben bereits zuvor Luftatmer geschickt. Aber keiner hat uns den Sternkristall zurückgebracht.
Wenn du uns den Sternkristall bringst, werden wir dich auf dem Rücken eines Wals nach Hause schicken. Björn denkt eine Minute nach. Dieser Auftrag wird sehr gefährlich sein. Wenn er jedoch erfolgreich ist, werden die Bewohner von Atlantis glücklich sein und Björn wird nach Hause gehen können. Er hat schließlich eine Entscheidung getroffen.